Hallo zusammen, mein Name ist Victor und ich bin Coach hier bei Chart Champions. Zusammen mit Daniel, Mike, unser Trading Assistant und Customer Service, sind wir ein Team, die euch zur Verfügung steht, um mehr Trades zu gewinnen, sodass ihr mehr Geld verdienen könnt. Was wir nicht sind, ist ein Signal Service. Sprich, wir werden euch nicht sagen, hier kaufen, da verkaufen, weil somit bleibt ihr immer abhängig von uns oder von irgendjemand, der euch sagt, wie das geht. Was wir wollen, ist, dass ihr selber lernt, durch Technical Analysis die besten Trades zu finden, sodass ihr selber erfolgreicher Trader werden könnt. Hier könnt ihr sehen, wenn ihr eingeloggt seid auf unserer Internetseite, dass wir eine Menge Ressourcen zur Verfügung haben. Wir fangen am besten für die Anfänger, solltet ihr mit dem Beginners Course oder mit dem Anfängerkurs beginnen und dann langsam die ganzen Streams und Videos durchgehen, sodass ihr euer Technical Analysis aufbauen könnt und die bestmöglichen Trades nehmen könnt. Ihr werdet auch über Risikomanagement lernen, was extrem wichtig ist, weil natürlich die wichtigste Regel ist, dass ihr euer Kapital schützt. Ihr solltet als erstes die Priorität haben, kein Geld zu verlieren und natürlich mit der Zeit das Geld zu vermehren. Das ist ja der Sinn der Sache. Im Moment ist dieser ganze Inhalt auf Englisch und wir werden mit der Zeit das auf Deutsch übersetzen. Ihr habt natürlich mich auch als Ansprechpartner, um bei Fragen zu den englischen Termini einfach, ich stehe euch da zur Verfügung, um diese Fragen zu beantworten. Und wenn ihr mit irgendwas nicht klarkommt, dann bin ich fast immer erreichbar über Discord, über unser Discord-Channel, um eben euch mit diesen ersten Schritten oder fortgeschrittenen Themen zu helfen. Als Beispiel möchte ich euch die Chart vom S&P 500 zeigen. Das ist der amerikanische Aktienmarkt, wie ihr schon wisst. Und hier habe ich zwei Levels drauf gemacht. Ein Yearly Open und Monthly Level und ein Weekly Level. Das ist einer der Schritte, die ihr auf jeden Fall schon beherrschen müsst, weil diese Levels oft eine sehr wichtige Rolle spielen. Das zeigt uns gerade, dass die All-Time-Highs, die wir im Februar hatten, jetzt geknackt worden sind, aber der Preis sich jetzt wieder zurückgezogen hat und unterhalb von diesem Weekly-Level wieder sich befindet. Und was heißt das jetzt? Naja, wir können anfangen mit anderen Tools, wie zum Beispiel ein ganz einfacher Fibonacci Retracement, können wir gucken, ob jetzt dieses Preisniveau gerade interessant ist oder nicht. Wir sehen gerade, dass der Preis sich auf genau den Fibonacci 618 bis 66 oder der sogenannte Golden Pocket oder Champions Channel, so wie wir es nennen hier in der Gruppe, oder und einmalig sogar kurz fast bis zum 786. Das sind schon sehr wichtige Levels, die immer wieder eine Rolle spielen. Und bei Technical Analysis geht es darum, nicht nur eine Sache zu benutzen, sondern mehrere von diesen Tools, um sogenannte Confluence oder das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren zu finden, um den bestmöglichen Trade nehmen zu können. Ja. Was auch interessant sein könnte, ist, wenn wir das ein bisschen weiterziehen, ist natürlich auf eine größere Skala, das ist hier die Tageschart, das heißt, es kann schon lange dauern, bis solche Levels erreicht werden. Hier sehen wir, dass diese zwei Levels zusammenkommen. Ja. Das ist schon mal interessanter. Als nächstes Beispiel habe ich hier die Chart von Gold, Tagesansicht wieder. Und wir sehen, dass diese sogenannte Parallel Channel eine wichtige Relevanz für die Preisbewegungen in letzter Zeit, in den letzten Monaten gespielt hat. Wir sehen, wenn wir ein bisschen näher gehen, dass der Preis tatsächlich diese Channel lange respektiert hat, außerhalb war für eine Weile, wieder kurz außerhalb, aber dann doch immer wieder hier einkehrt. Und jetzt sind wir genau in der Mitte davon. Und was wir auch machen können, ist zum Beispiel ein ganz einfacher Fibonacci-Pull hier von diesem Tiefpunkt zu dem Höhepunkt da und sehen, dass diese untere Grenze vom Parallel Channel zusammenkommt wieder mit diesem besonderen 618-Niveau. Also auf jeden Fall sind da schon wieder zwei Faktoren, die eine Rolle spielen können. Und je mehr Faktoren wir finden können, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Trade eine gute Möglichkeit sein könnte, um Geld zu machen. Bei Bitcoin habe ich jetzt eingezoomt das Beispiel von der aktuellen Situation mit einem sogenannten Fibonacci Speed Resistance Fan. Ich habe zwei Levels eingezeichnet, ein Monthly und ein wöchentlicher Level. Dazwischen befinden wir uns. Und was ich auch noch dazu gemacht habe, ist ein Volume Profile, also Fixed Range heißt das auf Englisch.
Und einfach will ich damit nur sehen, was von hier bis hier, was das Volumen gemacht hat. Also seit dieser Preisrückzug von hier vom 3. September bis heute, was hat dann, wo ist das meiste Volumen gewesen? Ja? Und diese rote Linie ist der sogenannte Point of Control. Und da befinden wir uns gerade. Was das alles bedeutet und was man damit machen kann, ist, was ihr bei uns dann lernen könnt. Ne? Wenn wir jetzt zurück auf die Tagesansicht sehen, könnt ihr sogar sehen, wo ich diese Fibonacci Speedfan hergezogen habe. Es ist also möglich, mit Technical Analysis und Zeit und Erfahrung und Geduld Trades zu finden und durchzuführen, die euch auf jeden Fall Gewinne bringen können. Wenn ihr zum Beispiel an einem Punkt seid, wo ihr was Spezifisches besprechen wollt oder vielleicht sogar, wie ihr euch fühlt dabei, wenn ihr beim Traden seid, dann könnt ihr eine sogenannte One-on-One-Coaching-Session buchen bei Daniel, bei Mike oder bei mir. Und dann kann man in so eine Stunde Sitzung besprechen, was sind eure Hauptprobleme in dem Moment oder womit braucht ihr vielleicht ein bisschen mehr Hilfe als das, was ihr von den Streams bisher bekommen habt. Ich finde, ich bin auch Arzt und ich finde die Psychologie beim Trading sehr interessant, weil es natürlich für mich zwei Jobs sind letztendlich. Auf der einen Seite bist du der Technical Analyst oder derjenige, der sich die Chart anguckt und den Trade Setup findet und sagt, okay, das hat so statistisch gesehen eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, ein guter, erfolgreicher Trade zu werden. Aber dann musst du dein eigenes Geld nehmen und aufs Spiel setzen. Und dann spielen deine Emotionen sehr wohl eine wichtige Rolle. Dann fängst du an, vielleicht Angst zu haben. Oh, ich könnte Geld verlieren oder oh, das könnte, dies oder jenes könnte passieren. Und es ist schon ein Prozess, was lange Zeit braucht. Es ist nicht einfach. Aber mit dem richtigen Coaching und mit dem richtigen Technical Analysis könnt ihr das auf jeden Fall auch schaffen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns auf Chart Champions.